Hallo und herzlich willkommen zur 10. Folge auf Matrix LPT von Our Kingdom mit dem Mamazu und dem Extensia. Guten Tag. Und dem Hund. Und dem Hund, ja, der Hund auch. Wir sitzen immer noch bei Max zusammen vor einem Mikrofon und entschuldigen sämtliche Lüfter, Klick, sonstige Geräusche. Und wir spielen nach wie vor Our Kingdom, wer hätte es gedacht? Genau. Und dann würde ich sagen, wir sind hier letztes Mal stehen geblieben in so einer Einzelinstanz. Irgendwas, müssen wir irgendwas besiegen. War das, warte mal, welcher war das? Mock treffen müssen wir. Okay, dann lassen wir uns mal Mock treffen. Das ist ja easy. Du rennst durchs nächste Portal, wieder raus. Genau. Pfump. Okay. Da ist eine Medizin. Die sind aggressive. Scheinbar. Ja, die sind irgendwie, werden hier immer mehr Leute. Lol, ich renne einfach so durch die. Guck mal, ich bleib hier einfach stehen. Okay, dann muss aber den nächsten Quest klicken. Achso. Sprich mit Shatina. Shatina. Das ist ja voll die Aufpump-Aktion mit EP. Du bittest Mock, Shatina freizulassen. Sonst wirst du sie mit Gewalt befreien. Ach komm. Also ich würde sagen mit Gewalt. Gewalt ist immer eine Lösung. Sprich mit Mock, um den Quest zu beenden. Ich bin schon Level 21, ja du auch. Schade. Oho. Das war spannend. Ah, ich muss diesen Vollpfosten mal töten. Moment. Dann lassen wir uns mal schnell hier was skillen ein bisschen. Töten, 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 würde ich sagen. Alter. Chill. Ich habe so eine Überattacke machen. Hä, wo ist er hin? Oben. Hallo? Ich stehe immer noch hier drüben. Hä? Ist er tot? Ja, scheinbar. Ist er tot? Ja, keine Ahnung, der war irgendwie auf dem Dach und dann war er tot. Ich suche gerade das, wo man, also in diesem Talentbaum hier, wo man nochmal eine verbotene Liebe zwischen einer jungen Frau und einem Piraten, was? Ja. Wo man nochmal, ach guck mal, Beuterate, das klingt auch gut. Ja. Bestätigen. Dies alles hat kein schlechtes Ende genommen. Alle sind gesund und munter. Du machst ja auf den Weg noch. Toll. Noch darüber zurück. Ende, okay. Okay. Ich gehe jetzt erstmal hier skillen. Was gibt's jetzt hier? Baltard, ach den Typen da killen. Ach so. Okay. Das ist ja easy. Hey, du komm, stirb. Stirb, du Hund. Also nicht du, der Hund, sondern... Ja, du Hund. Zack. Edge. Bestätigen. Ich bin Chatina. Ende. 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 Okay. Na, fällt mir ein lustiges... Ah, guck mal, jetzt werden wir wieder zurückgeportet. Fällt mir ein lustiges Video auf Facebook ein. Von Concrafter, warum ein Chihuahua im Winter nicht Gassi geht. Zeige ich gleich auch mal. Das ist so lustig. Warum er sonst einfriert? Der geht halt mit dem Hund raus und dann siehst du halt überall Schnee in der Landschaft und macht dann so. Und der Hund, fupp, versinkt dann im Schnee. So, ich stehe neben dir. Okay, mal gucken, was hier im Backpack alles so drin ist. Erstmal hier wieder Auto. Wir sollen wieder mit Illu sprechen, was ein Zufall. Schlüsselbeutel und Ende. Und wieder mit Madeleine sprechen. Das ist eine totale Welt. Wollte die totale Welt sprechen? Nein, sondern. Macht das aber was anderes. Dann Erfolg. Rettung der Korsarenkiste. Boah, Premium. Okay, bla bla. Mit Omar. Omar. Mit Omar sprechen. Nee, nicht Oma. Wir sind ineinander und dann fiel er zurück. Ja, du fielst zurück, oder? Lol, bei mir bist du hinter mir. Leichter ja Bug. Du bist hinter mir, ich bin hinter dir. Wer ist vorne? Genial. Da hilft auch kein schneller Rechner. Nur ein schneller Laufvogel. Ja, okay. Kann man den Vogel eigentlich pimpen? So ein Nitro-Turbo-Boost. Ja, ich meine, das ist ja dieser Standardvogel, also von daher. Standardvogel, das klingt auch, muss man merken, Standardvogel. Ja, das ist hör mal, du Standardvogel! Wahrscheinlich gibt's auch irgendwo einen Lauftiershop oder wie auch immer das heißt. So ein Pet-Shop, bitte. Die Pet-Shop-Boys. Ja, ich wollte gerade sagen, frag doch mal die Pet-Shop-Boys, die wissen sowas. Genau. Ja, Max. Aber die scheinen alle hier den gleichen. Vogel dazu haben. Ja, den kriegst du am Anfang. Den haben wir auch gekriegt. Ja, nee, auch die NPCs haben wir also von daher. Hm. Wahrscheinlich gibt es da was Schnelleres. Aber. Wahrscheinlich gibt's das.
Bei dir lädt immer noch. Ich laufe schon mal vor. Ja, super, toll. Wie viel hast du wieder zählt? 0, 5, 8, 7, 5, 9, der sieht aber aus 6, wie Oma. 4, 10. Also von daher. Ja, okay, gut. Du hast Oma. Ja, guck mal, jetzt bin ich auch da. Den Haupt von Mondheim. Mhm. Nicht von Mondheim, sondern von Altenheim wahrscheinlich. Sprich mit Suse oder Sü oder wie man so spricht, um den Kreis zu wenden. Hast du? Huse fuck, ach ja. Su, wahrscheinlich. Ja, man weiß nie so genau, ob es Deutsch oder ob es Englisch ist. Omar ist wahrscheinlich auch im Englischen etwas merkwürdig. Ja, die laufen hier wirklich alle mit dem gleichen Vieh rum. Also ey, das kriegst du ja am Anfang, das haben wir auch. Lol. Guck mal, bei mir rennt er immer noch. Ja, auch Ende sind auch. Okay, gut, Ende. Gut, eine Funkeltruhe. Ende. Ende. Okay. Dann würde ich sagen, auf zur Mondheim-Dyrade. Ah. Möglichst viele Y verwenden, damit es intelligent klingt. Ich bin nur noch 6. 9, 2%. Anhalten. Genau. Das nächste halt, Mondheim-Hydrade. Oder Dyrade, wenn man es heißt. Who the fuck are you? Oder where the fuck hast du ja gesagt? Vogel. Ach, hier. Please dismount the Vogel. Okay. Hallo? Could you please sterben? Genau. Jetzt macht den zum Glück werden nicht leben. Das ist auch nett, denn in dem Spiel kannst du einfach durch Bäume und durch alles durchschießen auf die Viecher. Das ging bei einem anderen Spiel, bei Runes of Magic auch nicht. Da kam nicht in Reichweite, fick dich. Ach, ich muss 10 von den Viechern machen. Ja, Max, hast du auch schon gemerkt. Wir sind noch mehr Hydranten. Also ich hab ganz viele, wo ich bin. Hydranten, ja genau, Hydranten, wahrscheinlich! Ja, aber das ist meiner! Hydranten ist der Hydrant. Ich fände, jetzt wird er wieder zum Schweiz sein. Hydrant ist ein Liverpool. Wir können ja mal ein bisschen aktuelle News reinbringen. Habt ihr vielleicht gehört im Radio, Udo Jürgens ist verstorben. Stimmt, das ist ja bei euch schon wieder was länger her, wenn wir, also was hin, das ist dann am Freitag. Stimmt. Zweiten Weihnachtsfeiertag. Oh, wir senden auch über die Feiertage. Richtig, das macht nicht mal Ape Prime. Kein Feiertag, der Freitag. Nee, Feiertag. Wenn wir es schaffen, die neunte Folge heute noch online zu bringen. Wir nehmen nämlich kurz vor knapp auf. Also vielleicht kommt die auch erst morgen. Das könnte also am nächsten Tag. Dienstag. Wobei, das habt ihr ja dann auch schon gesehen, wann die gekommen ist. Also scheiße. Brain. Ja, guck mal, ich kill hier einfach mal den Boss. Das Bossmonster. Oh, Gaia-Punkte. Guck mal. Guck mal hier, Max. Ah, ich finde den Gaia. Keine Ahnung, ich habe gerade nämlich das Bossmonster gekillt. Ich glaube, ich kann da was looten. Cool. Waren der Siegel? Die habe ich gerade gekriegt, glaube ich, das ist meine. Oder? Die Watch-Bedrohung. Ne, wahrscheinlich doch nicht. Unlieferung, die ist nicht looten. Gut, dann liefer mal. ETS-Modul aktiviert. Soll das entfernen. Okay, weg ist das Teil. So geht's durch auch. Wie muss ich denn noch? Den da hier. Killen. Ich auch noch hier. Das ist auch meiner! Nein. Wird den anderen. Bimbo. Ich greife ja immer gleich mehrere an. Ja, wir kriegen glaube ich. Das ist hier auch besser geregelt als in Runes of Magic damals. Da hat das dann Ding. Da konntest du mit auf einen draufhauen, dann hat der andere trotzdem den Kill gekriegt. Ich hab auch jetzt 2 am Haken. Am Haken. Genau. Am Haken. Sicherlich. Ja. Er kennt es so. Zack, fertig. Auf nach Sue. Will ich dich mal ein bisschen schneller unterwegs liegen. Aber wahrscheinlich durch die ganzen Lags bin ich doch wieder langsamer. Genau. Dann sind wir wieder hintereinander voreinander. Ich habe einen Eidolon EP-Kristall gekriegt. Oh, cool, krieg ich dauernd. Oder das fliegt bei mir dauernd ins Inventar, glaube ich. Hier. So, jetzt letzte Mondhydrade, Hydrant. Du erwähnst, dass du dich bereits um die Dreier gekümmert hast. Sue macht große Augen, schaut erstaunt zum Rand des Dorfes. Justin, du wärst ein ganz normaler Tourist. Nö, nee, wir sind keine Touristen. Richtig. Wir sind Touristen. Sieht aus, als bist du aber was Besonderes, boah. Wir sind was Besonderes, ja, siehst du. Kommst du von der Korsarenküste? Ich mag diese sehr, aber ich komme nicht so oft dorthin, ja. Pech gehabt, selber schuld. Du wolltest das Dorf schon längst verlassen und woanders studieren gehen, aber es sind so viele Sachen passiert. Aha. Halbmondzeremonie steht vor der Tür. Laufen, Vorbereitung schleppen bis gar nicht. Das ist gar nicht lange her, da wurde Mondheim angegriffen. Großvater Anton. Ist noch beschäftigt zu operieren.
Mutter arbeitet unterbrochen in Vorbereitung. Ich dachte, die Leute schleppen bis gar nicht. So. Deine Fähigkeit ist bemerkenswert. Ne, okay. Oh, guck mal, ich habe einen Knochenring gekriegt. Verstehst du diesen Ultraskill? Nein, ich könnte den gleich mal anziehen. Falls man Ringe anziehen kann, jawohl, kann man. Guck mal, ich trage einen Ring. Ein Knochenring. Übrigens 154 LP, ich habe jetzt 3772 live. Und du bist schon Level 22. Ich bin auch fast Level 22. Mit Nata sprechen. Hast du schon mit den Nata und so gesprochen? Nein, was machst du gerade? Einen Knochenring und eine Vogelkugel. Ja, den Knochenring kannst du anziehen. Soll ich die aufmachen? Ja. Weiter. Ende, mach mal vor Ende. Ne, ist ein fester Gegenstand. Den kann man ja nicht aufmachen. So. Ich glaube, da kriegst du gleich wieder neue Quests. Juhu. Wenn du mit denen sprichst. Ich muss jetzt glänzende Federn haben und mit Anton noch sprechen. Sprich mit Hacker. Mit wem? Mit Hacker. Ende. Stimmt, mit Hacker. Und was sind die glänzenden Federn? Genau. Ich such die mal. Den gab es bei dem ersten, bei Nata gab es den Quest. Engels gleiche Federn. Ich mach das mal schnell, dann habe ich dich auf jeden Fall eingeholt mit den EP. Wollen wir dann noch was für mich denken? Nö. Okay, ist jetzt ein Ende oder was? Haben wir den Hauptquest abgeschlossen? Wahrscheinlich nicht. Ach, die Federn gibt's von den Vögeln wahrscheinlich. Macht Sinn, oder? Ich kann noch was. Lagerhaus verwalten. Nee. Ich muss mal kurz in meinen Sack fahren. Das klingt falsch. War aber anders gemeint. So, Schokoladen, Bingsgrößen. Leben als Hund muss doch hart langweilig sein, oder? Mhm. Kannst nicht PC spielen. ich bin jetzt so groß, dass ich meine ganzen täglichen Geschenke aufbauen kann. Ja, guck mal, ich bin jetzt Level 22 geworden durch Killen hier. Ich habe einen Ultra-Skill gelernt, aber den hast du eben auch schon gelernt. Eisenwand, was auch immer das ist. Und dann skillen wir noch auf. Das hier. Oh, okay. Guck mal, ich hab schon 4K live. Und mein Ultra-Skill. Okay, das heißt, jetzt kannst du die beiden Federn hier irgendwie veredeln. Stammfeder. Und nochmal. Sprich mit Nata, um die Quest abzugeben. Wartest du mal kurz dann auf mich? Ja, ich sortiere gerade meine Inventar. Das ist gut, das müsste ich auch mal wieder machen. Kann ich dieses Ding mit dieser Frau da anwenden? Diese Frau anwenden, das klingt auch schon wieder falsch. Ich habe auch einen Kristallschlüssel. Cool. Okay. Ihr macht bei dir mal eine Giga-Hyper-Furz-Attacke. Ja, kannst du ja mal ein bisschen was zeigen. Ich gebe gerade. Wo ist denn die Maus? Wo ist die Maus? Hier kommt die Maus. No. Geh mal auf. Jetzt gehe ich nach Hacker, okay? Albert, Händler, machen wir. Hier kommt die Maus. Wo ist denn hier? Händler. Gelehrter Händler. Kennst du? Lebensmittelhändler. Du musst echt Sensier sein. Wie kommst du nur auf den Shit? Steht ja nicht mal über meinem Namen. Über deinen Charakter, bitte. Genau. So, dann können wir ja mal den Kack hier verkaufen. Geht nicht, aber den. Ja, ich glaube. Also wo hast du denn den nächsten Quest her gehabt? Bei dem Oma. Wo war der? Der gegenüber. Ah, okay. Ja, hier ist Anton. Na egal, bei dem Typen. Ja. Da gibt's dann. Und dann. Handwerkskunst. Wo bist du hingelaufen? Zu Grey. Händler, Lebensmittelhändler. Guck mal, gibt's hier noch irgendwelche Sachen, die ich mir. Komm ich da auch hin? Müsste? Dann kann ich noch mein Inventar sortieren, dann ist die Folge auch schon wieder rum. Ja. Grey. Ja.
Okay, gucken wir mal, was wir verkaufen können. Den Anfängerstab kann ich verkaufen. Tschüss. Hm, also köstlicher Nektar. Obwohl, ne, ich pack erstmal die ganzen Geschenke aus. Ja. Gibt es vielleicht auch einen Rüstungshändler? Das ist natürlich praktisch. Waffenhändler. Fotzmann. Hallo! Es steht da F-O-Z-M-A-N. Fotzmann. Oh, Fotzmann. Ja, wahrscheinlich Fotzmann. Der Forster. Der Fotzmann. Ende. Was kriegt man denn hier alles? Erfahrungsschein 1 habe ich angewendet. Obwohl, das ist nicht effektiv gewesen. Das sollte man nicht einfach reinhauen. Hier ist noch ein Katana. Dann noch ein Geschenk auspacken. Wow, noch so ein Erfahrungsschein. Guck mal, gibt's hier auch eine Rüstung? Wow, das ist ja sehr effektiv, du kriegst dieses Gegenstände immer noch mal. Ja? Ja, klar. Und dann kann man noch irgendwas auspacken? Nein. Ja. Dann verkaufen wir jetzt noch. Ich brauche einen Rücken. Das da. Altes Hagebuch kann auch verkauft werden. Kette? Die kann man nicht auspacken, da muss man 30 für sein. Was ist denn hier dieses Eldolon EP-Kristall? Keine Ahnung, schmal ich auch nicht. Also dann kannst du dein Pad aufwerten. Coole Sache. Was? Eidolon? Müssen wir uns mal mit beschäftigen. Kristallschlüssel, das brauchen wir. Was soll ich machen? Mehr SDN oder mehr LP? Prachtvolle Ohrringe, kann ich die anziehen? Kann man nicht hier Ohrringe anlegen vielleicht? Wenn du welche hast. Ja, ich hab welche, aber vielleicht geht das erst ab Level irgendwas. Wahrscheinlich. Wo ich glaube nicht, dass es. Nee, das ist kein Ausrüstungsding, die heißen einfach nur so. Tonne. Was sonst hat Lalinda? Die hat einen richtigen Punkt. Die einzige Frau, die hier richtig heißt. So, zeig mal was kann ich denn noch kaufen hier? Eine Rüstung oder so vielleicht. Kann man da. Also, aber bei den Händlern gibt es ja nicht eh nie was Brauchbares. Ja, ein bisschen halt. Gibt's was für Rücken? Was ist denn Rücken? Ja, das suche ich auch gerade. Achso. Also ein Tape wahrscheinlich dann. So was wie ein Umhang. Ja, das ist das deutsche Wort. Okay. Nee, also bei dem nicht. Ist ja auch ein Lebensmittelhändler. Also. So, wir sind aber schon fast wieder in der Überlänge. Ja, das verstehe ich. Na gut. Wo bist du? Ich bin bei Linda. Wo bist du? Ich bin noch bei dem Mann. Wir können uns ja in der Mitte des Platzes treffen. Da. Ah, oh, guck mal, ein Max. Du leuchtest wieder. Okay, cool. Wenn du dich ausgewählt du hast. Du leuchtest wieder. Guck mal, wenn ich dich auswähle, dann leuchtest du auch wieder. Das ist dieses Auswählen. Leuchten. Leuchten. Das ausgewählte Leuchten. Ah ja. Toll. Jetzt das ist der Arsch meines Vogels. Hey, jetzt dreht er sich schon wieder um. So, du musst mit der linken aufhellen. Ja, nee, nicht wirklich. Du musst mit der linken Maus, dass du das Bild drehen. So, müssen wir ranzoomen? Genau. Full Screen, full Extensia halt. Mhm. Und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns für diesen Part von Aura Kingdom mit dem Mamazu und dem Extensia bei Matrix LPT. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich hoffe, die 10. Folge Aura Kingdom hat euch gefallen. Oben links geht's zur Playlist, unten rechts zum letzten Video. Und wir sehen uns erst am 9.1. wieder im neuen Jahr. Denn wir haben aktuell Winterpause. Schöne Feiertage, guten Rutsch ins neue Jahr wünscht euch euer Matrix-LPT-Team.